und herzlich willkommen zu einer neuen Trailer mit Trailer-Mod-Vorstellung. Was ist denn heute los? Also, ich zeige euch heute einen alten Trailer und der kostet ganz billig. Der ist sowas von billig. 487.000 Euronen, richtig. Der ist so billig, den muss man sich kaufen. Ne? Also, der ist also sowas von sportbillig. Und man bedenke die alten Lampen hier und die alten Schlappen und hier alles verrostet. Das hat schon seinen Preis. Das ist Nostalgie. Und ich mit meinen 30 Millionen Unken ist das hier absolut gar kein Problem. So, dann gucken wir mal, was für alles mit dabei. Was sind das hier? Für ein paar Level 1000? Was soll das denn sein? Das muss ich mir doch nochmal genauer anschauen, was das sein soll. Weiß, wir haben sonst. Ansonsten nicht. Ach doch, hier. Guck mal, was haben wir denn hier? Cargo. Gut, wir haben hier Cargo. Wir haben einmal irgendwelche Paletten. Einmal sogar hier mit gebündelt, damit das ganze Zeug nicht auseinanderflattert. Cargo 2. Diesmal ohne Ladungssicherung, das heißt, bei einer Vollbremsung flattert euch das alles über die Bordwände, auch genial. Ja, das sieht schon ein bisschen besser aus, aber hier ist zu viel Luft, hier gehört nur eine Europalette rein, ne? Oder formschlüssig, ne? Haben wir hier auch nicht gegeben. Gut, dann kommen wir, ach hier, guck mal, das ist gar nicht gebündelt, das ist noch viel besser. Bei Bremsen, dann purzeln die wie so Lego-Steine auf die Straße, auch nicht verkehrt. Und Nummer 5, klar, Säcke, wir brauchen lose Säcke auf der Straße. Also Ladungssicherung ist hier natürlich nicht gegeben. Ist mir aber auch relativ bewusst. Wir nehmen jetzt einfach mal das hier, weil das ist wenigstens ansatzweise vorm Schluss. Naja. Und einmal hier gebündelt. Ob das hält, ist natürlich eine andere Geschichte. Aber wir nehmen das jetzt hier einfach mal. Was das hier mit den Level 1000 angeht, das muss ich mir dann noch gegebenenfalls anschauen. Wir kaufen uns ihn jetzt natürlich für eine halbe Mülle. Klar, ist Schnäppchen, da muss man zuschlagen. Also liebe Leute, schlag zu. Das ist heute ein Schnäppchenpreis. Und wir wollen den jetzt mal gleich ankuppeln. Jetzt nutzen, klar. Und dann schauen wir noch gleich mal im Frachtmarkt, was da alles so hinterlegt ist an der Fracht. Ne? Also ihr könnt fahren Kunststoff, leere Paletten, Milchpulver, Altverpackung, Klebebandrollen, Kokosnussmilch, Erbsenzwiebeln. Das ist jetzt eher so auf Planebasis die Definition hier. Ne? Basilikum mit dem Ding fahren oder Spielzeug. Dachfenster, Kartoffeln. Wenn es so lose verpackt sind wie vorher, dann wundert es mich nicht, wenn die dann durch die Gegend fliegen. Aber okay, das jetzt mal so zur Definition. Wir schauen uns das jetzt nochmal an. Ihr könnt, also Auflegebrowser, ne, dann geht man hier rein. Und check, hier ist dann unser Trailer nochmal vorhanden. Kann man das auch nochmal nachschauen. Und dann können wir hier schauen, was das jetzt bedeutet. Level 1000, ne? Also hier verändert sich gar nichts, liebe Leute. Also das könnt ihr dann, braucht ihr nicht beachten, weil sich hier nichts verändert im Trailer, vorne wie hinten nicht. Die gleiche Definition der Fracht ist alles gegeben, deshalb ist das wurscht, das mit dem Level 1000. Jetzt schauen wir uns den halben Mille Trailer nochmal genauer an, was wir alles so mit dabei haben. Eine Lenkachse hat auf alle Fälle nicht so viel, kann ich euch schon mal verraten. Allzu viel ist es ja nicht. Ne? Was ich jetzt hier erklären kann, ist auf alle Fälle ein Trailerkabel. Das sehe ich hier schon mit bloßem Auge, die Textur. Ist so schlecht, aber egal. Für eine halbe Mille, was willst du denn verlangen? So, Animation unterstützen. Ja, funktioniert hier nicht. Liftachse haben wir keine. Ansonsten, Kennzeichen gibt es auch nicht. Das ist geklaut, ganz klar. Kennzeichen ab. Abgefallen. Halterung kaputt. Wie auch immer. Jetzt machen wir noch einen Lichttest mit der Bude. Und dann gucken wir einfach mal, oder? Würde ich sagen. So, starten wir mal den Lichttest beim Trailer. Also was wir schon haben, ist auf alle Fälle Positionsrechte. Das ist schon mal schön, ne? Die funktionieren wenigstens. Ich werde verrückt. So, das Rücklicht. Wir haben auch ein Rücklicht. Ich werde verrückt. Bremse. Ah, geht auch. Rückwärtsgang. Blinker. Ich werde bekloppt. Also, lampentechnisch funktioniert wenigstens alles. Ne? Wenigstens kommen wir nichts durch den TÜV, he? Was den Lichttest zum Beispiel betrifft. Aber ich glaube, eine Lampe ist kaputt. Hier kann das sein. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Kannst du mal sehen. Eine Diode ist kaputt hier. Eine LED-Lampe ist im Popoloch. So eine Scheiße. Egal. Aber die restlichen 5 funktionieren wenigstens auf der einen Seite. Auf der anderen sind 6. Hier sind es 5. Naja, das zum Lichttest. So, dann kommen wir zum Fazit zu unserem High-End Halbmülle-Tuna-Trailer. Was kann ich dazu sagen? Eigentlich nicht viel, denn er hat nur an diese Cargos, die ihr gesehen habt, die ihr hier auswählen könnt. Ladungssicherung brauchen wir jetzt hier gar nicht ansprechen. Das ist nämlich absolut
Bockwurst. Also das ist Müll. Ansonsten Lampen funktionieren wenigstens, außer eine auf der rechten Seite ist eine LED-Lampe hier. Ist. Ach nee, die fehlt gar nicht. Ich dachte, die ist kaputt. Da ist ja ein Staukasten. Guck mal hier. Auf der Seite sind 6. Da sind es 5 und ich dachte, die ist kaputt. Ey, beim Licht-Licht-Test, da war ich hier so ein Staukasten. Okay, da muss ich es fast wieder zurücknehmen. Naja, ansonsten lampentechnisch funktioniert hier alles. Trailerkabel habe ich erwähnt. Sieht man hier nochmal. Ja. Fracht ist jetzt alles vom stinknormalen Plane-Trailer. Ist jetzt auch nicht schlimm. Was man negativ dazu erwähnen muss, wie schon gesagt, der kostet eine halbe Mille. Ne? Aber ist ja auch ein Schnäppchen. Ne? Ja, der kommt schließlich aus dem Osten. Aber so weit aus dem Osten. Der kommt so weit aus dem Osten. Wenn du da einen Kompass anmachst, da spleißt es die Nadel, so weit im Osten ist es. Da kommt dieser Trailer her. Aber nichtsdestotrotz, ihr dürft natürlich entscheiden, ist es was, ist es nicht. Ich sag, ist es nicht, aber vielleicht hat der ein oder andere Lust, hier dran rumzuschrauben, sich hier einen fetten Schmutzfänger dran zu schrauben oder whatever. Ja, ihr entscheidet, wie immer, klar. Dann wünsche ich viel Spaß mit diesem, immerhin ist er beim Aufliegehändler zu finden, das ist ja schon mal was. Dann könnt ihr euch den da holen und, was weiß ich was, fahren oder, weiß ich nicht, irgendwo hinstellen, ist mir wurscht. Aber immerhin, ich habe ihn gezeigt. In diesem Sinn, Däumling da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen und dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Tonart-Trailer. Ja, macht's gut, bis bald und ciao. Was für eine Hütte.